Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute wieder mit einem spannenden Thema für euch. Und zwar soll es heute mal um die reziproke antagonistische Hemmung gehen. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Man sagt manchmal auch einfach reziproke Hemmung oder antagonistische Hemmung. Worum geht es da überhaupt und warum ist mir das so wichtig? Und wie können wir das in der Praxis anwenden? Das versuche ich jetzt in diesem im folgenden Video zu erläutern. Genau. Ich habe hier mal schematisch aufgezeichnet den Bizeps und den Trizeps, also den Armbeuger und den Armstrecker. Ja. Wenn wir jetzt von der Armbeugung ausgehen, wäre der Bizeps quasi der Agonist, das heißt Spieler, und der Trizeps wäre in diesem Fall der Antagonist. Okay. Was bedeutet das im Klartext? Also Spieler und Gegenspieler. Das heißt, wenn ein Muskel kontrahiert oder arbeitet, muss ja der Gegenspieler locker lassen, sonst würde er mich ja bremsen in der Bewegung. Und ich müsste mehr Kraft aufbringen, um gegen meinen eigenen Widerstand vom Antagonisten zu arbeiten. Das wäre nicht physiologisch und auch nicht ökonomisch. Genau. Jetzt müssen wir ganz grob einfach mal den Regelprozess verstehen. Ich werde jetzt nicht sehr tief ins Detail gehen, weil das den Rahmen sprengt. Aber ganz simpel erklärt läuft es so ab im Körper, dass eigentlich vom Gehirn der Anreiz kommt, okay, der Muskel muss jetzt Arbeit leisten, die Muskelspindel registriert das, sendet eine über diese 1a-afferenten Fasern ein Signal zum Rückenmark, das wäre das Rückenmark, und im Rückenmark teilt sich das hier auf und dann verzweigt es sich zu diesen sogenannten oder mit den inhibitorischen Interneuronen, ja, und diese senden dann ein Signal an den Antagonisten, um ihn zu hemmen. Genau. Das ist jetzt ganz lapidar mal die reziproke antagonistische Hemmung erklärt. Warum ist das jetzt wichtig für uns? Oder was bedeutet das im Alltag? Ich möchte das mal am Beispiel des Gluteus medius festmachen. Ja? Der Gluteus medius ist ja unser Stabilisator, wenn wir im Einbeinstand stehen, dass die Hüfte nicht absinkt und er bewegt das Bein nach schräg hinten außen. Ja? Das könnt ihr mal machen, wenn er nach hinten geht, der merkt, ah, der kontrahiert oder der spannt an. Mir ist der Gluteus medius in dem Kontext gerade so wichtig, weil fast 80, 90% der gesamten westlichen Bevölkerung davon betroffen sind. Und zwar aus folgendem Grund. So, ich hole mal Mr. Bones. Na, ich hoffe, man kann das sehen. Also, wenn wir jetzt, ich komme mal hier rüber, wenn wir jetzt vom Gluteus medius ausgehen, der ja hier hinten situiert ist und an den Oberschenkelknochen läuft, ja, dann wäre das ja in dem Fall bei dieser Bewegung der Agonist. Ja, der Antagonist, also der Gegenspieler vom Gluteus medius, der eigentlich genau die gegensätzliche Bewegung macht, wären jetzt die Adduktorengruppe. Ja, so, wie wir wissen, durch die ständige Sitzerei im Büro und ja, wie soll ich sagen, Fehlhaltung, Autofahren und so weiter, haben wir eigentlich dauerhaft Spannung in den Adduktoren. Wenn wir jetzt zu diesem Prinzip zurückkehren, bedeutet das nichts anderes, wenn wir chronifizierte Verspannung irgendwo in Muskelgruppen haben, dass permanent die inhibitorische Hemmung, ja, die reziproke, antagonistische Hemmung immer aktiv ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich kann diesen Muskel weder adäquat ansteuern, noch kann ich ihn trainieren. Und das ist ein richtig großes Problem, ja. Weil, wenn ich einen Muskel auftrainieren will oder Bewegungsprogramme im motorischen Kortex umschreiben, ja, dann muss ich erstmal diesen Regelkreis hier außer Kraft setzen, ja, um überhaupt die volle Ansteuerung von Muskelfasern oder die vollständige Rekrutierung zu erreichen. Ja, wenn permanent das Signal gestört ist, dann kann ich den auch nicht auftrainieren. So, also das jetzt mal als kleiner Exkurs über dieses Hemmungsprinzip und warum das so wichtig ist. Ich wiederhole nochmal, einen gehemmten Muskel kann man nicht adäquat auftrainieren oder kräftigen. Ja. So, ich werde jetzt anhand des Beispiels vom Gluteus medius und den Adduktoren mal zeigen, wie man teilweise diesen Prozess umgehen kann und auch die Bewegungsprogramme im motorischen Kortex wieder herholen oder umschreiben kann. Genau. Am besten springen wir direkt mal rein, dann mache ich euch mal eine Übung vor, wie so das Prinzip, also meiner Meinung nach, funktioniert. Und genau, so machen wir das.
Attacke. So, jetzt zur besagten Übung. Also, wir hatten ja besprochen, dass die Adduktoren, also die Muskulatur im inneren Oberschenkel, die eine Adduktion macht, also das Bein nach innen bewegt, ja, der Gegenspieler ist vom Gluteus medius, der das Bein nach hinten außen bewegt. So, solange also diese chronifizierte Anspannung in den Adduktoren vorherrscht, wird der Gluteus medius, wie vorhin besprochen, über diese inhibitorischen Interneurone gehemmt. So, wie können wir jetzt diesen Regelkreis durchbrechen? Das ist ganz einfach. Wir sollten diese Spannung lösen, sodass wir temporär diesen Effekt umgehen können, um im motorischen Kortex die alten Bewegungsprogramme wiederzuholen. Und das geht folgendermaßen. Also man bedient sich einer Faszienrolle. Und ich habe das in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie man Faszienrollen eigentlich korrekt benutzen sollte. Deswegen werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich demonstriere es einfach. Also, wir legen uns also ab. Genau. Kommen hier in eine Flexion, gehen auf den Adduktor und suchen die verspannten Spots. Da wäre jetzt also einer. Okay? Wenn ich hier angekommen bin, dann rotiere ich, ja, oder tue die Faszie quer zum Faserverlauf bearbeiten. Ja, das ist auch sehr angenehm. Nein, also es tut weh. Und wenn es weh tut, ist man richtig. Weil eine gesunde Faszie tut eigentlich nicht weh auf Druck. Genau. Und dort kann ich auch dann Pin und Stretch machen. Also ich gehe in die Streckung und arbeite erstmal diesen Muskel durch. So, nachdem ich das ungefähr 1 bis 2 Minuten gemacht habe an mehreren Stellen, wechsle ich sofort von dieser Position in die Seitlage. Und in der Seitlage mit gestrecktem Bein lasse ich jetzt per sofort, ja, den Gluteus medius arbeiten. Man kann da auch ein bisschen palpieren und gucken, wie man ihn am besten erwischt. Das wäre in dem Fall bei mir eigentlich ganz gut hier, da weniger. Ja, hier. Also ist immer eine gute Hilfe, wenn man einfach mit dem Finger auf die Muskelgruppe drauf geht und nachspürt, ob er arbeitet. So, wenn wir das innerhalb von 30 bis 60 Sekunden machen, haben wir den Effekt, den wir besprochen haben, größtenteils temporär außer Kraft gesetzt. Und jetzt wird mein Muskel nicht mehr durch die Interneurone inhibitiert oder gehemmt. Genau. Und so würde ich das 3 Durchgänge machen und auf beiden Seiten. Ja. Und wie gesagt, man könnte das Prinzip jetzt auch auf alle anderen Muskelgruppen ummünzen, müsste sich natürlich nur anatomisch Gedanken machen oder mal nachschauen, welcher Muskel wo läuft und welche Funktion der hat. Genau. Ich gucke vielleicht, dass ich auch in nächster Zeit für andere Muskelgruppen noch ein paar Videos für euch zusammenstelle, wie man diese, sag ich mal, antagonistische Hemmung mit in seine Übung einbauen kann. Genau. Viel Spaß mit der Übung und bitte langsam anfangen und nicht übertreiben. Ja? Und vor allem eben an den Adduktoren, alles Innere am Körper, ja, so was innen verläuft, ist sehr empfindlich. Genau. Cool. Viel Spaß. So, nachdem wir jetzt im Bereich des Gluteus medius und der Adduktorengruppe gesehen haben, wie das funktioniert und wir das Prinzip verstanden haben, es funktioniert eigentlich bei fast jedem Muskel gleich. Man muss sich immer nur überlegen, wer ist der Agonist und wer ist der Antagonist, also Spieler und Gegenspieler. Im Prinzip, wer macht die Gegenbewegung? Das kann man auch nachschauen. Und bevor man dann isoliert quasi die Agonistenmuskelgruppe trainiert, sollte man, egal wie man das macht, die antagonistische Muskelgruppe erstmal detonisieren bzw. neurologisch über diesen Reiz abschalten. Und dann den Agonisten sofort beüben. Genau, also es war mir wichtig, dass wir das verstanden haben, weil unser Nervensystem ist allübergreifend und meistens schlauer als wir. Und wir müssen halt gucken, wie wir das Nervensystem mit einbeziehen und nicht einfach immer nur simpel denken, ja, wir kräften jetzt einen Muskel mit 10 Wiederholungen, wie auch immer. Und dann wundern wir uns, warum es nicht besser wird oder die Wiederholungszahl nicht steigt oder die Kraft auch nicht tatsächlich nach oben geht. Genau. Also ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen
und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Übung und auch ganz viel Spaß mit der Information. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen. Und genau, dann bedanke ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.